ich will jetzt sofort in irgendeinen Kampf, damit ich den beschwören kann. Jetzt muss ich kurz... Weil beschwören kann leider nur unser Protagonist. Genau, okay. Jetzt schauen wir mal, wie teuer der ist. Der ist uns kostenlos. Ist der immer? Nein, der ist nur zum ersten Mal gratis. Na komm. Das ist es mir jetzt wert, damit wir das noch sehen. Schon allein, wie er anruft, ist so geil, finde ich. Okay, Angriffskraft und Verteidigung senkt der quasi von allen. Na gut, okay. Warum nicht? Meine Güte! Kann er mal wieder aufhören? Was ist denn das für eine Mörder-Kombo, die der da drauf hat? Oh, was ist denn Heldenmut? Das ist neu, das kann ich gar nicht machen. Bemühe dich nach Kräften, einen gefallenen Verbündeten wiederzubeleben. Ah ja. Nicht schlecht. Die halten echt ganz schön was aus. Das sind ganz schöne Tanks. Aber gegen die Macht der Tauben ist er machtlos. So, ein paar Standardangriffe reichen hoffentlich. Oh, der fällt einfach nicht um, Mensch. Oh, ich habe den nicht von den Beinen fegen können. Dann könnte ich nämlich Bonusschaden machen. Aber zum Glück macht er nicht so viel Schaden mit dem. Das ist schon in Ordnung. Jetzt mache ich mal noch schnell eine Heilung. Das ist wirklich super. Ich finde es auch toll. Es macht wirklich Spaß. Und ist wirklich witzig. Wenn man diesen Humor mag, wenn man dieses Abgedrehte mag und wenn man rundenbasierende JRPGs mag, dann ist das schon einfach echt super. Ich muss mal kurz gucken, ob ich in dem Gebäude schon war. Da kommt man angeblich rein, aber wir jetzt gerade nicht. Na gut, gehen wir zu unserer Hauptmission. Machen wir unser Team wieder voll. Holen wir unsere vierte Verbündete wieder ab. Aber einen Kampf müssen wir scheinbar noch machen. Autsch. Das ist nicht nett. Ah! Schläger geben, Mensch! Schläger geben! Warum gebe ich ihm denn nicht seinen Schläger, Mensch? Nie denke ich dran. Aber jetzt nach dem Kampf machen wir es. So, dala. Jetzt aber.
in allen Bereichen besser. Nein, warte mal, in allen Bereichen schlechter. Dann muss ich ihm die Waffe gar nicht geben. Schade, ich dachte, dass die besser wird. Das ist so verwirrend, weil in dem Spiel besser rot ist und schlechter blau. Intuitiv meine ich immer, oh, blau, alles besser. Stimmt aber gar nicht. Der Schläger des legendären Helden plus 2 ist leider schlechter, und zwar in allem, als unser Eisenrohr. Naja, schade. Schade, schade. Aber gut, kann man nichts machen. Ich hätte ihn gern benutzt, weil er witzig ist. Aber eigentlich ist es egal. Ni hao, irasshaimase. Hallo. Ni hao, irasshaimase. Hallo. Ni hao, irasshaimase. Hallo. Wow, aber die sind nicht übel. Ja, ja. Nicht schlecht, diese Mädchen sind super. Wer hätte gedacht, dass sich so ein Laden... Ich kann das nicht so schnell lesen. Aber wo ist Zeng? Hallo. 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 Hey, schön, euch kennenzulernen. Ni hao. Wir wurden von einem Mädchen namens Saiko empfohlen. Saiko? Die hat sich gerade erst beworben, oder? Jemand im VIP-Zimmer hat sie gerufen und sie ist gerade dort drin. VIP-Zimmer? Ja, das Hinterzimmer. Sie behaupten, Chinesin zu sein, doch eigentlich ist sie Japanerin, oder? Sie behauptet. Also die. Nein, ich glaube, sie hat chinesische Vorfahren. Hehe, eine Lüge fällt hier schnell auf. Wie? Warum hat sie den Job dann bekommen? Wahrscheinlich, damit sie im VIP-Zimmer arbeiten kann. Warum im VIP-Zimmer? VIP-Zimmer hört sich zwar schön an, aber mit den Freunden des Inhabers will keiner was zu tun haben. Da drin toben sie sich aus. Da sind übel, die sind übel, also will den Job keiner. Die gehören also zu Liu Mang. Ja, sie sind praktisch jeden Tag hier und belästigen die Mädchen. Der Glatzkopf ist am schlimmsten. Anscheinend ist er für den Inhaber wie ein Blutsbruder. Glatzkopf? Der glattrasierte große Typ? Ja, das ist er. Ich sag euch, der Typ ist gefährlich. Keiner von uns will mit ihm zu tun haben. Darum ist Saiko die Glückliche. Armes Ding. Moment, Saiko ist jetzt gerade bei ihm? Lass das, du Perversling! Hehehe, ich kann mit dir machen, was ich will, hat der Boss gesagt. Das glatzköpfige Schwein, er wollte meine Achselhöhle. Was wollte er mit der Achselhöhle? Pfui, das ist pervers. Die reden so schnell, ich muss ab und zu pausieren. Wenn du mich schon sexuell belästigst, kannst du es nicht mit einem Kuss oder mit Grapschen versuchen. So kann man es auch sehen. Was macht ihr hier? Was wir hier machen? Wir sind deinetwegen hier, Zheng San. Ach ja? Wollt ihr eure Kohle zurückholen? Nee, das Kleingeld kannst du behalten. Eigentlich wollen wir ein paar Infos über die Yakuma Liu Mang. Seid ihr wirklich so dämlich? Die Liu Mang sind keine einfachen Straßenganoven. Keiner wird euch etwas über sie verraten. Versteh schon, du bist ein guter und loyaler Soldat. Aber bist du auch hart im Nehmen? Das würde ich gerne mal herausfinden. Was? Ihr wollt kämpfen?
Nicht, wenn du redest. Wenn du schweigst, ist das eine ganz andere Geschichte. Wirklich, von mir aus wollen wir das hier regeln? Warte, ich weiß, wie stark ihr seid, aber wenn ich auspacke, bin ich erledigt. Mein Kopf würde sofort zum Hauklotz oder so ähnlich. Ich muss wirklich, wenn du jetzt nicht redest, rollt er um einiges früher. Wie? Sag mir, was ich wissen will, sonst erzähle ich deinem Boss, dass du Obdachlose erpresst. Was er mit dieser Info wohl anfängt? Du Arschloch, willst du mir etwa drohen? So direkt würde ich das nicht ausdrücken, aber ja, das ist eine Drohung. Verdammt, das habe ich mir selbst zuzuschreiben. Wie, bereust du jetzt etwa, eine Gruppe von Pennern Kleingeld gestohlen zu haben? Ist es dafür nicht etwas zu spät? Falsch. Ich bereue es, euch geschont zu haben. Hätte ich gewusst, dass ihr so weit kommt, hätte ich euch bei unserer ersten Begegnung getötet. Auf sie, Jungs! Die Ratte wollte uns zum Narren machen. Tötet sie und sorgt ihre Leichen im Hafen von Yokohama. Zu Befehl! Den haben wir vor ungefähr 10 Level schon verhaut. Ich weiß gar nicht, was der jetzt will. Hallo, Kater. Ich sehe leider nichts mehr, Kater. Du musst ein bisschen drüber rücken, bitte. Warte mal kurz. Ich muss schnell die Katze vom Bildschirm entfernen. So. Okay. Wo waren wir stehen geblieben? Du wolltest mir eine reinhauen. Ach ja, genau. Jetzt kriegt er die Essenz des Chaos. Er hat es nicht anders gewollt. Machen wir erstmal seine Handlanger fertig, oder? Weil er hält doch ziemlich viel aus anscheinend. Okay, das war leicht. Das ging schneller als ich dachte. Der darf aber sehr oft angreifen. Okay, der wollte uns provozieren, aber hat es nicht geschafft. So einen alten, abgebrühten Bullen, Ex-Cop, provoziert man nicht so leicht, glaube ich. Ne, keine Chance. Sehr gut. Stufenaufstieg. Oh, sie hat was Neues gelernt. Sehnendes Bitten. Hm. Müssen wir mal testen. Im nächsten Kampf. Stimmt mir noch nicht weg. Ich sagte doch, ich habe noch Fragen.
fick dich. Glaubst du etwa, ich rede? Soll ich dich lieber verpetzen? Warte, wenn du redest, versprichst du dann... wenn ich rede, versprichst du dann, ihnen nichts davon zu erzählen? Ich weiß, dass der Typ viel Wert auf Loyalität legt, aber vertrau mir zur Abwechslung mal, ja? Ich soll dir vertrauen? Für wie dumm hältst du mich? Oh, nimmt das kein Ende? Also schön, dann werde ich mal petzen. Was? Hey, ich möchte mit dem Manager reden. Er soll erfahren, wie die Liu Mang sich dazu herablassen, Obdachlosen ihr Kleingeld zu erprr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 r
Und jetzt spielst du die Opferrolle, obwohl du es dir selbst zuzuschreiben hast. Aber keine Angst, das ist es nicht wert, dich zu töten. Und wir wollen auch nicht, dass deine Leute ein Exempel an dir statuieren. Vertrau uns einfach, dass wir dich nicht verraten. Du weißt eh von nix. Wir haben, was wir wollten, also lauf nach Hause und... Völlig unwissend bin ich nicht. Wieso? Also weißt du doch was? Was ich weiß ist... Also... Mabushi-san ist ein geschickter Geschäftsmann, der in diversen Unternehmen seine Hände im Spiel hat. Das größte davon ist die Yokohama Trading Company. Die Yokohama Trading Company? Wie? Du weißt nicht, worum es dabei geht? Sie importieren Zutaten und Kochgeräte aus China und verkaufen sie an chinesische Restaurants in Japan. Selbst einige hochklassige Restaurants in Chinatown kaufen an Mabushi-san. Ich dachte, Mabushi hasst Chinatown. Sie hasst als eine Art von Rache. Als er das Unternehmen gegründete, ließen sie ihn in Chinatown alle links liegen. Doch er importierte erstklassige Waren und verkaufte sie unglaublich billig. Da die Wirtschaft schwächelt, mussten selbst die Großen in Chinatown auf seine Waren zurückgreifen. Also verneigten sie sich endlich vor Mabushi-san, um an seine guten, billigen Waren zu kommen. Jetzt sitzt er so fest im Sattel, dass einige Restaurants ohne ihn in den Laden dicht machen müssten. Verstehe. Darum handelt es sich um das größte Unternehmen, oder? Das würde bedeuten, dass er ab und zu bei seiner Handelsfirma vorbeischaut. Wer weiß, als ich damals dort als Aushilfskraft arbeitete, habe ich ihn nie zu Gesicht bekommen. Aushilfskraft? Das Lager im Büro von Yokohama Trading Company liegt hinter dem Hamakita Park. Ich habe damals beim Entladen der Schiffe mitgeholfen und die Waren ins Lager gebracht. Der Job dauert etwa einen Monat, aber Mabushi bekam ich nie zu sehen. Nur einen Monat? Mehr nicht? Scheint nicht gerade fleißig zu sein. Ihr Idioten habt keine Ahnung, wie anstrengend es ist, Fracht zu entladen. Dann finden wir es doch heraus. Besorgen wir uns Jobs bei der Yokohama Trading Company. Aber wir wissen nicht mal, ob Mabushi überhaupt auftaucht. Momentan haben wir keine andere Spur. Selbst wenn wir ihn nicht begegnen, finden wir eventuell wieder Hinweise auf seinen Aufenthalt. Und da es Otohime-Land oder so, da das Otohime-Land zugemacht hat, sitzen wir eh auf dem Trockenen. Warte! Die meisten Arbeiter gehören zu Liu Mang. Wenn da am Hafen Japaner auftauchen, sieht das sehr verdächtig aus. Da stellen die euch nicht ein. Das stimmt wohl. Fragen wir also unseren alten Freund. Ja, Kambe-san bei Hello Work könnte uns helfen. Das ist quasi der Arbeitsamtleiter im Grunde. Oder so eine Arbeitsvermittlungsagentur. Bestimmt kann der uns ein paar Jobs in diesem Lager verschaffen. Hoffentlich werden wir dafür entlohnt. Infos beschaffen und dabei Geld verdienen. Klingt nicht übel. Eine Frau kann keine Fracht entladen. Das ist schwere körperliche Arbeit. Eine Hostess hat das auch nicht gerade leicht. Du würdest dich wundern. Dann ist das abgemacht. Treffen wir uns morgen früh bei Hello Work. Gut. Machen wir für heute Schluss. Hey! Du wirst Mabushi wirklich nicht erzählen, dass ich die Obdachlosen erpresst habe?
Um ehrlich zu sein, jagte mir eine scheiß Angst ein. Wie bereits gesagt, mach dir keine Sorgen. Aber warum hast du uns von der Yokohama Trading Company erzählt? Ich dachte, wenn du wirklich nichts ausplauderst, bin ich dir was schuldig. Komm schon, du schuldest mir nichts, aber danke für das Vertrauen. Oh, aber lass in Zukunft die Ladies in Ruhe, ja? Klar, ich versuch's nur noch mit Küssen und Grapschen, in Ordnung? Ichiban, töten wir ihn einfach, damit er endlich Ruhe gibt. Warte, ich trinke bloß etwas mit ihm. Ich sitze bloß da und trinke. Na dann. Gut, gehen wir nach Hause. Sieht so aus, als hätten sie das, als hätten sie was dagegen. Wir sind zu sehr aufgefallen. Wer denn? Ach so, er da. Okay. Und die da. Wohl. Irgendwie müssen wir durchschlüpfen. Oder wir verprügeln einfach alle. Wenn wir es bis zur Roman Street schaffen, können sie uns nicht mehr so schnell Ärger machen. Alles klar. Dann los. Und warum verprügeln wir die nicht? Ich versuche das jetzt einfach, oder? Es dürfte ja okay sein. Warum sollten wir lang schleichen, wenn wir die auch einfach hauen können? Was hat sie gleich nochmal Neues gelernt? Ich glaube, das da. Rührt einen Gegner mit Hundeblick und zärtlichen Worten zu Tränen. Bei Erfolg überlässt ihr der Gegner einen Gegenstand. Naja, weiß ich nicht. Machen wir das mal. Daneben. Schade. Dann werden wir wohl lieber alle verhauen. Ist mir eh lieber. Komm schon! Die hauen schon ganz schön rein. Ich muss mich mal selber heilen, ganz schnell. Naja, passt schon. Nein, das hat nicht gepasst. Ich dachte, das reicht schon. Aber hat leider nicht ganz gereicht. Okay, wer braucht am dringendsten Heilung? Ich würde sagen, sie. Ja, schon. Die sind schon gefährlicher, als ich dachte, muss ich sagen. Ich habe die ein bisschen unterschätzt, aber kriegen wir schon hin. Also, jetzt haben wir es im Grunde schon erledigt, den Kampf. Sehr gut. Puderquastenpresse hat sie neu gelernt. Klingt ja interessant. Ah, da vorne ist schon die nächste Gruppe. Verdammt.
Ja, müssen wir wohl noch eine Runde kämpfen. Können wir gleich mal Puderquastenpresse benutzen. Ein Gegner mittlerer Schaden. Ja, na dann. Ah, ich hab's hier noch gar nicht ausgerüstet mit Hilfsgegenständen und sowas. Stimmt. Da könnte man bestimmt noch ein bisschen mehr Schaden rausholen. Weil sie bis jetzt einfach echt noch nicht besonders viel Schaden macht, leider. Aber für was haben wir denn unseren Heiler hier? Unseren Magier? Oh mein Gott, die machen echt Schaden, verdammt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, ich muss jetzt mit ihm dringend was essen, weil er darf auf keinen Fall K.O. gehen, sonst haben wir ein Problem. Ah, shit. Naja, schauen wir mal. Jetzt wird's kritisch. Puh, er hat überlebt, aber gerade so. Das ist echt nicht gut. So, jetzt schnell bitte unseren Protagonisten heilen, weil das ist sonst echt blöd. Das kostet viel Geld, wenn man scheitert und gerade am Anfang jetzt ist das nicht gut. So, jetzt. Wieder Kombon. So, jetzt schaue ich wirklich mal. Ich habe noch gar nicht geguckt, ob wir für sie nicht tatsächlich Ausrüstung haben. Eine bessere Handtasche haben wir leider noch nicht. Ah, doch hier sieht es nicht gut aus. Ah ja, immerhin. Ein bisschen mehr Verteidigung. Oh ja. Oh ja, der Parker ist gut. Mehr Heilung, mehr Geschicklichkeit, mehr Verteidigung. Bam. Schuhe haben wir, glaube ich, nicht. Doch, haben wir. Wo habe ich denn die her? Naja, cool. Mehr Feuerschutz und Baumwollhandschuhe für noch mehr Geschicklichkeit. Nur meinetwegen. Na dann. Sind sie nicht ein cooles Team? Ist es nicht eine coole Heldentruppe? Der gescheiterte Ex-Yakuza, der obdachlose Medikamentendieb, der gekündigte Polizist kurz vor der Rente und die Hostess, die den Tod ihres Arbeitgebers rächen will, den sie gehasst hat. Oder so. Naja, ich speichere jetzt mal. Und ich glaube, wir machen jetzt für heute Schluss. Mitternacht vorbei schon. Geisterstunde. Ja, machen wir Schluss für heute. So, Leute. Danke fürs Zusehen. Schön, dass ihr mit dabei wart. Habt mich gefreut. Ich hoffe, ich konnte euch einen Eindruck von diesem Spiel vermitteln. Und warum ich das Spiel so cool finde und warum es mir so Spaß macht. Und auch wenn ich noch ganz am Anfang bin, kann man vielleicht schon erahnen, was da noch an Möglichkeiten und an Potenzial drinsteckt. Im Gegensatz zu westlichen Spielen, die einem den Content gerne mal in den ersten Stunden um die Ohren hauen und dann keine Progression mehr haben oder nichts Neues mehr bieten, sind ja viele Japano-RPGs oder japanische Spiele allgemein so, dass die den Content wirklich über Dutzende von Stunden strecken und teilweise werden nach 60, 70 Stunden noch neue Features freigeschaltet. Und so ist es bei Yakuza auch und auch bei dem neuesten Yakuza hier jetzt.
Also da kann man noch mit einigen rechnen, wie zum Beispiel in einem eigenen Go-Kart-Minispiel im Spiel, das hier anscheinend sogar einen eigenen Menüpunkt hat. Da bin ich auch schon gespannt drauf. Und wir kriegen auch noch unsere eigenen Immobilien, die wir dann verwalten müssen und so weiter. Das sind alles Mechaniken, von denen fehlt jetzt noch jede Spur. Man kann sich es kaum vorstellen, aber das wird noch komplexer und cool. Aber ja, genau. Cooles, abgedrehtes, witziges Spiel mit ungewohnt erwachsenen und ernsthaften Stories teilweise zwischen diesem ganzen absurden Zeugs, mit ungewöhnlichen, aber sympathischen Helden. Ich finde es super einfach, von vorn bis hinten. Und jetzt sage ich gute Nacht. Bis zum nächsten Mal, bis Dienstag, bis nächsten Dienstag 19 Uhr. Dann spielen wir aber irgendwas anderes. Ich glaube, dann ist wieder No More Heroes Zeit. Schon, ja, ich glaube schon. Gute Nacht. Ciao, mach's gut.